abgegradet? Wir haben schon abgegradet. Super. Nach der Wunde sehen. Wo ist Roman? Wir wurden ausgeplündert. Das gibt es doch nicht. Unser Ausdruck, es waren nur ein paar Plünderer und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Schade, dass wir keine Waffen hatten. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Okay, er ist auf jeden Fall ein besserer. Aber sie war ja auch schon verletzt. Das ist gut. Das gefällt mir sehr gut. Darfst dich ausruhen. Hast du dir verdient. Sehr, sehr gut. Du wendest die Bandage an. Dann wird gekocht. Wir brauchen noch was zum Verbrennen. Wir müssen zuerst noch... Nein, aus Holz. Ja, einen Brennstoff müssen wir herstellen. Dann kümmern wir uns um das Wasser. Seht ihr, das habe ich nicht gemeint. Man kann sonst nur... Man verbraucht einen Brennstoff... Dreimal Wasser und einmal Fleisch für eine Mahlzeit. Oder ein Brennstoff, vier Stück Wasser, also nur ein Schluck Wasser mehr. Und einmal Gemüse für zwei. Und das ist einfach um einiges rentabler. Also kommt mir vor, es wird immer kälter werden. Das muss natürlich auch nicht sein. Warte mal, sie könnte jetzt was essen. Er isst erst morgen was. Dann müsste er sehr hungrig sein, glaube ich. So, Wasser. Haben jetzt, glaube ich, auch wieder genug. Wir haben 10 Wasser, aber wir können nochmal filtern, weil da braucht man nicht daneben stehen. Das passiert einfach so. Dann müssen wir in der nächsten Runde... Jo, es wird kalt. Verstehe ja wohl. Leider haben wir sonst überhaupt nichts mehr. Mit dem können wir Waffen und Werkzeug herstellen. Das ist auch extrem wichtig. Das würde ich fast als nächstes machen. Also auf jeden Fall, nächste Runde müssen wir ziemlich... Wie soll ich es formulieren? Ziemlich was leisten. Müssen wir hinsetzen, das... Dann kann sie wenigstens etwas ausruhen. Weil er ist ja leider sehr müde. Man kann die Zeit nicht schneller vorrennen lassen. Das geht leider nicht. Sonst ist auch nichts mehr zu tun. Oder habe ich was übersehen? Da oben brauchen wir... Hat er den da rechts schon durchschaut? Ja, das war schon oben über uns. Den müssen wir aufbrechen. Da links waren wir da noch nicht drin, oder? Ach doch, da war der Diamant. Da kommen wir nicht nach oben. Da ist der Diamant, okay. Ja, Heizung. Wir brauchen so viel. Das ist einfach so. Er ist nur noch müde. Unten müssen wir auch noch aufbrechen. Was ist da? Da müssen wir auch noch aufbrechen. Okay. Jetzt würden wir einen Händler brauchen. Da müssen wir aufbrechen, schaufeln. Du stehst jetzt auf. Weil jetzt erholt sie sich, sie ist bandagiert, sie ist auch bald nicht mehr müde. Zweites Bett wäre jetzt auch praktisch. Aber das Wasser ist fertig. Ich werde jetzt nicht noch einen Filter machen, weil Wasser haben wir jetzt eigentlich genug für die nächsten paar Tage. Und wir müssen ja wirklich mit den Ressourcen aushalten. Da brauchen wir noch Werkzeug.
das zu verbessern. Das haben wir schon. Für den Ofen brauchen wir 4 Stück Holz, also 2 Slots und 2 Slots Material. Für das brauchen wir noch einmal 3 Slots Holz. Haben wir gerade verzögert. Aber Material hätten wir genug. Das heißt, wir brauchen nur 2 Slots Material und 5 Slots Holz. Sind wir bei 7. Dann könnte er eigentlich auch gehen. Das ist alles, was wir noch zusätzlich finden, ist schon ein Gewinn. Das wäre ja nicht schlecht, das wäre wirklich nicht schlecht. Wenn ich noch Material dazu finde, dann sind wir bei 8. War da gerade was? Nein. Na, wir jetzt nicht groß herumphilosophieren. Den Tag lassen wir jetzt schnell verstreichen. Ja, es ist recht kühl. Hoppala. Tag beenden. Dann brauchen wir nicht so lange warten. Sie ist jetzt auf jeden Fall ausgeschlafen. Geht trotzdem plündern. Er steht Wache. Und wir gehen wieder zur Tankstelle. Jetzt gehen wir Material holen. Nichts mehr, da ist nichts mehr. Da ist oben was. Da, na, wir gehen jetzt erst Material holen. Material ist jetzt wichtiger. Da war, glaube ich, nur Holz, gell? Alles mitnehmen und ein Teddybär. Dann war da noch was. Perfekt, alles mitnehmen. Was war da hinten in der Tonne? Ah ja, genau, der Kaffee. Den nehmen wir mal mit. Das ist voll, das ist voll. Ich werde jetzt ein wenig herumschlichten anfangen. Weil ich gerade die Möglichkeit dazu habe. Das Gute ist bei solchen... Wenn die noch nicht geplündert sind, kannst du eigentlich hinlegen, so viel du willst. Das heißt, dann werden wir da noch den Teddybär herschmeißen. Das. Erstmal alles zwischenlagern. Da ist nichts. Hoppala, verklickt. Alles mitnehmen. Da hat man mal überschaubarer, was man so alles noch looten kann. Und oben ist, glaube ich, noch was und von draußen ist noch was. So, was war da noch? Beim Grab ist ja leider nichts drin, da ist nur die ID-Karten. Da sind auch noch Kleinigkeiten, da ist das weg. So, den Kaffee werden wir immer noch nicht mitnehmen. Den verbraucht sie nämlich, sie ist Kaffeetrinkerin. Und die brauchen sowas für ihre Nerven. So wie die Raucher auch zwischendurch wenigstens auch Zigaretten brauchen. Leider nimmt uns das ziemliche Mengen an Handelsware weg. Das brauchen wir derzeit auch noch nicht. Zucker brauchen wir auch noch nicht. Haben wir, glaube ich, 10 Stück mit. Das kann man gebrauchen. Der Teddybär ist Tauschware. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nehmen wir noch zwei.
Ach, lass mal das weg. Wir wissen ja, wo wir es herkriegen. Und nehmen nochmal vier davon. Das müsste jetzt auf jeden Fall reichen für ein paar Anschaffungen. Und ab nach Hause. Man sieht, in circa, was waren das jetzt, 2 Stunden? 2 Stunden plündern, richtig was mitgebracht, weil man einfach sortiert ist. Und wieder ausgeraubt? Ja, nein, vielleicht. Was? Ausbruch der Kriminalität, das habe ich noch nie gesehen. Okay, also geht's jetzt richtig los mit Plündern oder was? Die Nacht war ruhig. Sie ist nur noch leicht verletzt, aber müde. Du kannst dich. Nee, warte, du musst jetzt erst was bauen. Bevor du dich hinlegst, musst du erst was bauen. Und zwar die Metallwerkstätte. Gleich da her, das ist gut. Er ist sehr hungrig, leicht krank, sehr müde. Das heißt, er isst jetzt was, nimmt um die Tabletten, legt sich hin. Ja, du brauchst Ruhe, ich verstehe das ja. Ich habe auch Mitleid mit dir. Sie schmerzt trotzdem. Okay, sie ist hart im Nehmen. Was kann man da schon herstellen? Eine Brechstange, das ist sehr gut. Ja, denn mit der Brechstange. Das ist einerseits eine Waffe, andererseits brauchen wir dann auch nicht mehr auf. Also wir brauchen dann keinen Dietrich. Schaufel ist natürlich auch nicht schlecht. Ist auch eine Waffe. Und man grabt natürlich schneller. Aber soll ich das jetzt schon nehmen? Ich glaube fast. Nee, machen wir so. Nein, nicht da. So. Du machst eine. Du hast gegessen. Ist jetzt schon etwas fitter, denn dann können wir zumindest ein paar Schränke mehr aufmachen. Ja, das ist das Material, was uns da jetzt noch fehlt. Und upgraden können wir es auch noch nicht, oder? Ne, da fehlen uns noch die Zahnräder, 2 Stück. Da wüsste ich spontan aber auch nicht, wo wir die herkriegen. Also leg dich hin. Gib Ruhe, werd gesund. Und du brichst jetzt einmal da unten die Tür auf, dann rechts den Schrank, dann oben den Schrank. Legst das irgendwann. Es ist zwar extrem laut, also wenn man damit plündern geht, ist. Ach, jetzt geht's los. Ich brauche Hilfe hier, ja, super. Was zu sagen? Bitte helfen Sie mir. Okay, reden. Retten Sie Menschen aus einem eingestürzten Gebäude. Kenne ich auch noch nicht. Schlimmes Foto, also wieder der Agatha unterm Foto. Zum Glück sind Sie hier. Eine Granate hat ein Haus weiter unten in der Straße getroffen und Menschen sind in Schutt begraben. Bitte helfen Sie mir dabei, sie da rauszuholen. Jede helfende Hand wird gebraucht. Wir werden für die Verletzten ein notdürftiges Krankenhaus in meinem Haus errichten. Ich habe ein paar Betten und medizinisches Zubehör. Werden Sie helfen? Ja, ist wichtig. Die können ja nichts dafür. Das heißt, sie ist weg. Er hat gegessen. Kochen brauchen wir jetzt nicht. Dann wirst du noch kurz die Tür aufbrechen oder den Kostenrechts aufbrechen, dann gehst du schlafen. Und mit etwas Glück kannst du dann plündern gehen. Obwohl er ist eigentlich alleine zu Hause. Ich möchte auch nicht. Ah, schwer. Das Haus möchte ich nur ungern unbewacht lassen.
Ist doch Bandage, super. Verletzt bist du nicht? Nein. So, und den Dock brechen wir so jetzt auch wieder ab. Er ist jetzt auf Medikamente, nur noch müde. Eine Menge Waffenmaterial. Wir haben jetzt schon große mitgenommen. Ruhige Haus, Vorsichtsgeboten, Gefahr. Ne, ich möchte nichts riskieren. Wir gehen nochmal zur Tankstelle. Eine Menge Waffen, das muss unten eingesperrt sein, weil oben ist nicht mehr so viel drin. Wir gehen da hin. Wir brauchen die Säge. Die Brechstange bringt uns jetzt gar nichts. Gut, haben wir keinen Platz dafür. Also, los geht's. Jetzt ist das Haus ungeschützt und wir werden wahrscheinlich einfach ausgeräumt. Alles weg oder so, keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich zu nett für die Welt. Nehmen wir den noch mit als Tausch. So, und das war's auch schon wieder. Wie lange jetzt? 20 Minuten? Also in-game Minuten. Jo, gucken wir mal weiter. Tag 5. Sie ist zu Hause. Wir wurden ausgeplündert hier. Jemand hat unseren Unterschlupf eingebrochen und hat unsere Sachen gestohlen. Wir haben das ganze Essen verloren, die Bandage ist komplett der Wasser. Einige Leute aus den Trümmern eingeschossen gebrochen zurück. Ach Gott, es. Ja. Ich habe riskiert und habe verloren. Das muss man jetzt einfach so sagen. Du musst doch jetzt kurz einen Filter herstellen, wir brauchen Wasser. Und du gehst. Ah ja, da hinten brauchst du nicht hin. Weil im Grunde, warum? Für was brauchen wir Wasser? Ja, ohne Ruhepause ist es klar. Jetzt bin ich gespannt, ob sich das lohnen wird. So, du werkelst da. Ja, das geht schon wieder. Ist deine Verletzung heilen, bandagieren, hinlegen. Du musst nächste Runde plündern gehen. Es hat noch 13 Grad, es ist Tag 5, es ist 10 Uhr morgens. Man kann, wenn man die Werkbank noch weiter aufbaut, den Unterschlupf auch also absichern. Man kann die Wände verstärken, beziehungsweise die Löcher, die da so in die Wand geschossen wurden. Da wird man auch nicht mehr so oft ausgeraubt.
du brauchst noch. Ja, ich verstehe es. Geh runter, bevor du runterfällst. Ah ja, genau. Kann man die Werkbank vielleicht noch? Brauchen wir genauso Zahnräder. Okay, nächste Runde müssen wir woanders hingehen. Wir gehen als nächstes in die Schule. Jawohl, Dietrich und Bücher. Damit kann man schon wieder was anstellen. Bücher kann man nicht verbrennen. Kann man sonst irgendwas herstellen? Wir könnten schon einen Herd herstellen, das machen wir jetzt auch. Da stellen wir das nächste Bett her. Ich wollte eigentlich weiter links. Ich möchte nicht, dass die immer so weit hin und her rennen müssen. Sollten wir da. Ein Bett braucht zwar, dann könnten wir dort noch zwei Betten herstellen, falls noch ein dritter kommt. Na gut, stellen wir das da hin. Dann werde ich zwei Bücher anzünden, damit da etwas Wärme reinkommt. Das ist auch schlimm, die ganzen Grundgerätschaften, die verbrauchen extrem viel Ressourcen und geben so viel Energie ab. Aber naja, man muss halt aufpassen, bevor die Leute alle krank werden. Sollten wir in die Schule? Na, wir gehen in die Kirche. Vielleicht haben wir Glück, der Roman geht in die Kirche. Achso, ja, klar, kein Brennstoff. Müssen wir Brennstoff irgendwo basteln, den können wir zum Glück doch bei dem Herd machen. Machen wir drei Bücher, haben wir zum Glück genug. Sind immer noch sehr müde. Oder wird in den kommenden Nächten niemand plündern gehen? Erstmal wieder ausschlafen. Ja, wir sind alle sehr hungrig. Fragen über Fragen. Wie würdet ihr euch entscheiden? Eins reicht aber. Als nächstes wieder ein Bett. Er wird fast lieber zuerst upgraden. Schauen wir, was wir jetzt morgen können. Werkzeuge und Waffen wären auch nicht schlecht. Außerdem sind sehr gute Tauschsachen. Er geht dann in die Kirche. So machen wir es. So, den Tag. Ja, kann man eh schon beenden, der ist eklig vorbei. Sie muss Wache stehen, er geht plündern, ist sehr müde.
Was bräuchten wir unbedingt? Wir bräuchten was zu essen. Das heißt, wir haben Waffen auch nicht schlecht. Also bei der Schule steht eh schon eine Schaufel, sollte man mitnehmen. Gehen wir in die Kirche. Wir nehmen noch was zum Tauschen mit, und zwar nehmen wir jetzt zwei Teddybären mit. Dann sind die wenigstens weg. Wir bräuchten was zu essen und Material und Zahnräder. Was ist da hinten? Das ist wahrscheinlich der Ausgang. Als Kind kam ich mit meinen Eltern hierher. Gut, das wird alles mitgenommen. Sehr viel Material. Das lassen wir mal, das können wir später immer noch holen. Willkommen, wir sind vor kurzem ausgeraubt worden. Wir haben also nicht viel übrig. Das tut mir sehr leid. Vielleicht trotzdem handeln? Ja, nein, vielleicht. Meine Gemeinde schläft unter der Kirche, bitte stören Sie sie nicht. Okay, jetzt will er handeln. Das ist... Was wäre so ein... Wären Sie so gütig und würden den Armen in Not helfen? Also er will wahrscheinlich mehr von uns, als wir von ihm. Er hat Alkohol. Er hat Wasser. Er hat leider ein Stück Gemüse. Das können wir... Das ist aber nicht billig, ja, das ist mir klar. Aber wenn wir das Material noch kaufen würden... Geschäftes machen, ja, das ist mir klar. Dann looten wir da noch. Da unten sind anscheinend sehr viele. Dann ist das voll. Ja, und Holz nehmen wir mit. Naja, so lohnenswert war es jetzt nicht, gell? Wenn es heute fortkommt, dann muss ich leider auch seine Gemeinde wecken.